Ja, aber immer noch kein Mist. Okay. Ich hab's jetzt zwar einmal gehabt, aber ich habe noch keine Zombies gesehen jetzt im Nebel. Gut, ich bin halt schlafen gegangen rechtzeitig, aber wäre jetzt ein bisschen dumm gewesen, draußen rumzustehen beim Nebel. Beim nächsten achte ich mal ein bisschen drauf. Wenn er kommt, ich weiß nicht, wie das jetzt gemacht worden ist, ob das vielleicht jetzt seltener passiert. Dafür sind nachts die Zombies extrem hardcore drauf oder so, ich weiß nicht. Ah, ist noch ein bisschen am Laden, okay. Wir warten ganz kurz. Wir warten. Das ist jetzt quasi mein erstes Ziel. Einfach nur das Auto fertig bekomme. Das Auto fertig bekomme und dann Abfahrt. Looting-Tore ohne Ende. Sesshaft werden. Und ultra-niceness abgehe. So. Ach so, ich war bei der Base, ne? Ich hab das heute als letztes gesaved. Beim Bär. Was ist denn das? Auf der Straße bleibe. Ich orientiere mich immer an der Straße. Let's go. Ja, da hinten war mal gewesen, das ist das Sägewerk. Da ist ein schönes, kleines Wässerchen. Da geht's hoch, da war mal überall gewesen. Da ist noch eine Lonely Sau. Die mich eventuell attackieren könnte. I don't know. Okay. Das ist halt genau, weiß, wo ich bin. Und da oben war ich auch. Was das schon ausmacht, ne? Das bisschen Busch und das bisschen mehr an unterschiedliche Bäume. Diese ganz kleine, diese heranwachsende Bäume, dann hier noch so diese ganze Steine und so, was das einfach ausmacht von der Landschaft her. Das ist einfach krass. Oha, gerade Nebel. Bin zum Glück in einem Turm. Oh je. Siehst du, wie es abgeht? Also von unten her? Oder ist der Nebel zu krass? Hazel, was macht denn der Download? Weil ich sie gerade. Ah ne, ist okay. Ist okay. 62%? Ah, nice. So. Und auf der Straße bleiben. Nee, mach nur. Du willst sie auch spielen. Deswegen lass nur laden. Okay. So, jetzt sind wir wieder auf der Straße. Jetzt muss ich kurz googeln. Ich bin nämlich hier lang. Dann müsste ich jetzt. Da war das hier. Das Seeleit hinter uns. Ich gehe mal. Das ist doch ohne heute mal gemacht, ne? Da war mal gewesen. Das ist dann. Warte. Scheiße, ich habe mich wieder verloren, verdammt. Egal, geh mal wieder hin. Ja, hier war ich safe schon überall gewesen. Das habe ich alles schon gelootet hier. Die Components und so, die lasse ich mit Absicht leihen, weil, wie gesagt, die hole ich im Auto. Genauso wie die Flasche und die ganze Tücher, die Lappe. Das hole ich alles schon. Okay, hier war ich noch nicht. Ja, hier war ich nicht. Okay, alles klar. Ja, zum Glück kennt es die Tür auch mal. Noch. So, da hätte ich auch einen kleinen Safe Spot. Es sei denn, die können halt hier die Wand auch irgendwie hochkrabbeln. Das wäre halt dann. Meh. So, ich bin da vorsichtig. Ich will nicht da komplett runterstürzen. Oh, das ist gut.
Ich könnte sie von hier aus erschießen, ne? Du leitest Bleistift. Und du leitest Munition. Okay. Also es ist nicht mehr so, die haben ein bisschen mehr Leben. Die haben ein bisschen mehr Leben. Komm her, meine Kinder. Geduld, einfach nur Geduld. Es geht nicht mehr direkt mit einem Schuss im Kopf. So, ich denke, das war's. Hat genau gelangt mit der Munition. Trotzdem nehme ich kurz mein Shotty in die Hand. Da habe ich momentan die meiste Munition. Und hoffen wir auf gut Loot. Ich nehme nur das mit, was ich brauche. Lappe und so. Nee. Nee, Salz genauso. Das lasse ich alles rein. Das mache ich alles bei der richtigen Looting-Tour. Pencil, so, und jetzt können wir gleich mal kurz googeln. Rifle Ammo, nice. Okay, what do we got here? Nö. Auch keine Reifen, das wäre halt jetzt ganz nice gewesen. Hätte ich noch weitere Reifen gefunden hier. Hätten wir das Auto bald fast fertig. Aber ich dachte schon. Schon cool. Okay, wir gehen weiter. Ups, oh, was kommt jetzt? Okay. Nein, keine Reifen. Okay, wir gehen weiter. Es dauert doch irgendwie länger, bis jetzt Nacht wird. Bin ich das nur, oder... Guck mal, auch dieses Lens-Flare, ne? Guck mal, dieser Effekt. Das war ganz cool. Das sind so ganz kleinig, das sind so Kleinigkeiten, wo wir jetzt anhäusen. So, warte, jetzt kann ich mal kurz googeln. Wir waren an der Tankstelle und laufen jetzt straight runter. Dann müsste die Tankstelle eigentlich das hier gewesen sein. Und wir laufen jetzt hier runter, das siehst du vorne. Ja, das ist... Das müsste dann das hier sein. Das hier? Dann ist das Wasser daneben. Ja, wir gehen weiter. Nice. Mal kurz gucken, was da abgeht. Da ist auch irgendwas. Das ist eine Kirche oder sowas. Das ist aber jetzt nicht auf der Map angezeigt, ne? Das wird nicht. Okay. So, let's go. Let's go. Gehen wir mal kurz loode. Das sieht nur noch eine gute Loading Station aus hier. Jetzt bin ich gespannt. Wenn wir da jetzt noch überall ringehen können und dann vielleicht überall Stuff drin, dann wird er nice. Solange wir Auto zusammenkriegen, ist das ganz gut. Und wie ich mir es damals auch gewünscht habe, endlich kann man in die Kirche. In die Local Church. Endlich geht das. Ich wollte mal damals die Base halt drin bauen. Das ist ewig her, da hatte ich das gesagt. Jetzt ist es soweit. Am Schluss ändert sich irgendwie vielleicht die Story in irgendwas mit einem Kult oder so, so Village-mäßig, I don't know. Obwohl, nee, das war ja bei Far Cry genauso, ne? Da war ja auch was mit einem Kult und so. Stimmt. Naja, das mit Aliens und mit der Militärbase und so, ich glaube, das passt ganz gut. Ist auch was Eigenes. Du kannst halt viel Scheiße mit anstellen, storymäßig. Ja, so wie das da aussieht, gehe ich davon aus, da das Donut auf der Map in Gedra ist, sollte man hier eigentlich auch noch nicht sein. Beziehungsweise hier werde ich nichts an Loot finden.
Ja, ich denke schon. Oh, warte mal. Nee, okay. Aber irgendwann ist es soweit, wir können ja rennen. Irgendwann. Ja, das ist noch nicht fertig. Aber guck mal, da haben wir noch ein kleines Dingsbums. In die Tankstelle. Vielleicht können wir da noch ein paar Reife. Das ist nicht markiert. Wir müssten jetzt ungefähr hier irgendwo sein. Die ganze City müsste hier sein. Ungefähr. Ich guck trotzdem nur kurz nach. Vielleicht finden wir ja doch ein bisschen Loot. Vielleicht haben sie es ja irgendwie Copy-Paste oder sowas, weil das könnte ja alles sein. Verkehrt wär's nicht. Ne, hier sollte man jetzt hin. Alles klar. Geh mal hier weg. Okay. Ja, geh mal wieder auf die Straße und folge runter Richtung Bandide Base. Und versuche dort irgendwie zu umgehen und gehen genau hier hin. Wenn wir es hinkriegen. Hier und hier. Hier ist irgendwie halt extrem Bandide Base. Ich weiß nicht, wie es bei denen jetzt aussieht, ob die jetzt irgendwie, random einfach da rumdüse mit dem Auto, I don't know. Wäre cool. Ich denke es nicht, aber es wäre cool. Ich sollte gucken, dass ich da irgendwo vielleicht dann nach unterwegs irgendwo unterkomme. Zum Schlafen gehen, weil ich habe keinen Bock, nachts da irgendwie rumzurennen, wenn diese aggressive Zombies kommen. Und als Stamina-mäßig, warte mal, ich trinke mal kurz was. Ah komm, ich gönn mir das hier. Komm. Ja, ich hab's ja unter meine Achsel geklemmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das da jetzt alles noch markiert ist. Nur kurz. Da unten ist die richtige Straße, dort müssen wir hin. Und da haben wir eine neue Tankstelle. Das müsste dann das hier sein. Ne, warte mal. Doch, das müsste das da sein. Weiter ohne müsste dann die Bandidos sein. Aber jetzt bleibe ich hier über Nacht. Sicher, sicher. Ja, hier ist auch wieder Stuff fertig, das ist gut. Okay. Nice. Das Auto kann man also auch fahren, so wie es aussieht. I don't know. Ich weiß es nicht. Weil man halt die Reife drin machen kann und so, ne? Ja, es ist wie komplett neue Map. Komplett einfach neu. Sehr, sehr groß. So, jetzt muss ich aufpassen. Das haben wir alles gemacht hier. 18 Uhr. Ah, okay, es wird knapp, aber gut, ich probier's. Nee, da hinten rennt er so rum. Da ist noch jemand. Okay, ich schleiche mich irgendwie drumherum. In der Hoffnung, dass man nichts bricht, dass ich nicht so gleich wieder sterb. Sollte man nicht machen, aber ich mach's jetzt gerade einfach mal. In der Nähe von der Bandide-Base irgendwie selber. Gar nichts gut Idee. Gar nichts gut. Oh, das sieht nicht gut aus. Was könnte das denn, dass die du einfach random hier rumlabern? Halt in Patrouille.
So, jetzt gucken. Jetzt bin ich nämlich hier und das sind die Gebäude. Dann ist da ohne drunter müsste Wasser sein, okay. Schicken wir mal die Lage. Oh, was? 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 Okay, kann man da rein? Das wäre der Shit. So, leid, aber... Nee, I don't know. Nee, da ist irgendwie noch Playerblock oder so, aber die Tür funktioniert halt schon. Okay. Müssen wir uns noch gedulden. Schläger und so, das lasse ich alles leier. So, ohne ist der Alter. So, Gas kann auf keinen Fall verlieren. Die Maschine mitnehmen. Und jetzt wäre es eigentlich spätestens Zeit, Land zu gewinnen. Guck mich hier noch kurz um. Ob ich vielleicht noch eine Reife finde? Eine Reife? Da geht's ins Leere. Wir sind jetzt hier ungefähr, ne? Siehst du, ohne geht's irgendwo nochmal kurz drin, oder sehe ich das falsch? Oder? Ne, es könnte auch dieser Weg hier sein. Ne, da geht's noch irgendwo hin. Okay. Jetzt checke die Lage. Ich save hier nochmal kurz, weil im Notfall gehe ich einfach über Auto und schlafe dort kurz. Könnte ich sowieso langsam machen. So, ihr seht die Stats gar nicht, ne? Was ist das da? Das ist wie Hochhaus irgendwie. Na, ab und zu kleine Ruckler, aber das ist dann... Ja, die Autos verschwinden andauernd. Was das sein soll, keine Ahnung. Dort jetzt ein Auto gestanden, das ist wieder verschwunden. I don't know. Oh, was? Aha, da haben sie schon mal ein bisschen probiert. Alles klar. Ja, da sind zwar Zombies drin, aber die können ja nicht raus und ich kann nicht drinnen. Hier kann man schön gechillt einfach angeln. Seile immer mitnehmen. So, jetzt muss ich überlegen. Warte, wir sind jetzt hier. Ich gehe jetzt diese Richtung geradeaus und versuche das hier noch zu looten. Und hoffe halt, wie gesagt, auf Reife und Batterie. Mal kurz ausgucken, ja, mal kurz probieren, was mit Wasser ist. Ja. Stand ja auch dabei. Das haben sie ja auch gesagt. Da stehen auch noch Häuser, die sind aber noch nicht markiert. Ich sehe da oben gerade was, was interessant wäre. Na
Das ist natürlich, wo du gerade vom Zombie. Ah. Damn. Wenn du. Die sehen mich aber so nicht mehr, ne? Ich kann mich jetzt in Büsche verstecken. Oh, nice. Okay. Ich bin hier gerade so ein bisschen auf Mission. Auf Auto, aber. Beziehungsweise auf Reife und Batterie. Und ich traue mich jetzt einfach nur an. Ein kleines Bandide-Kämpchen. Oh, ach so, okay. Ja, stimmt. Blöd. Nein! Na, das war klar, okay. Laden wir nochmal neu rein. Laden wir nochmal neu. Das geht besser. Ja, meine Verletzung ist halt meh. Weißt du was? Ich gehe mich hinlege, schlafe. Ich gehe tagsüber hin. Wie das dann funktioniert mit dem Verstecke und so, das muss ich dann erstmal noch rausfinden. Das kommt aber alles mit der Zeit. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Zockstoff bei Mr. Survival. Ja, und die Ladezeit halt mich. Ich kann mich nur dran gar nicht mehr erinnern, dass man da so Base Damage Crit hat. Also diese, ne, dieser, wie soll ich sagen, Cooldown, Countdown. Wenn man dann die Arme weiter bewegt und diesen verletzt, klar, dann tut's halt mehr weh und du verlierst mehr Blut dadurch. Das macht schon Sinn. Aber war das beim letzten Aso gewesen? Beim vorigen? Ja, ja. Stimmt, ich hab das doch nie so weg schon. Oh, war. Außer am Anfang halt, da bin ich schon andauernd gestoppt, das wäre, stimmt. So, ich bin da, hier. So, ich dreh komplett um. Und gehe quasi hier geradeaus. Hier geradeaus. Oh, okay. Ich gehe kurz schlafen, komm, ich schlimme mich kurz hin. Ah, na gut, hier ist eine schlechte Idee. Oder warte, bringt das was? Geht das noch? Okay. Scheiße. Oh shit. Ich bin tot. Ich gehe gleich zum Menü. Maga, moin moin. Na, wie geht es dir so? Ja, soweit alles gut. Alles ganz gut. Mir testest du gerade das neue Update von Mist Survival. Auf das habe ich lang gehypt. Ja, ansonsten alles ganz cool. Haben heute ein paar Horror-Short, also so Kurzfilme geguckt. Zwei Horrorspiele gespielt. Fuck. Das kann ich vergessen. Ich gehe aus rum. Das kann ich vergessen. Ach so, Räume. Ach so. Okay. Na, da hoffe ich mal, oh, weiter. Oh, ich hab verkackt. Da mach schön langsam, ne? Immer schön langsam machen. Fleisch gesagt, aber. Nee. Na toll, die Pinsel verbrauchen sich. Na gut. Ja, das habe ich vorhin Abend ist, qualvoll erlebe. Ich muss dort weg. Das ist eine Ecke, du. Ich darf an deinem Ecke nicht sein. Das ist für mich ganz gefährlich gerade. Ich sterbe andauernd, weil ich, ja, das sind halt Bandide und mein Leben sieht nicht gut aus. Ich hab komplett ringeschiss und ja, wollte man das nur mal angucken, weil es halt neu ist. Ich gehe jetzt einfach dort weg. Die Uhrzeit ist halt arg kacke dort jetzt. 19 Uhr ist halt
eigentlich Schicht im Schacht. Weil dann kommen die böse Mönche aus dem Wald.